Zuschauer, Fans, Hools und Ultras. Die aktive Fanszene gehört zum Verein wie Ball, Spielfeld und Tor. Doch welcher Verein der dritten Liga hat die beste aktive Fanszene aus der letzten Saison? Genau das klären wir heute, Freunde. Wir schauen uns an, welcher Drittliga-Verein die beste aktive Fanszene hat. Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Heute geht es mal darum, welcher Verein der dritten Liga hat die beste aktive Fanszene. In verschiedenen Kategorien werden wir heute auswerten, was die besten 5 Mannschaften, wenn es nach den Hools, Ultras und allgemein aktiven Fanszene geht, hier welchen Platz abräumen kann. Die besten 5, meiner Meinung nach, natürlich, das Ganze ist sehr, sehr objektiv und auch subjektiv gemischt. Deswegen gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Bevor wir reingehen, lasst mir gerne ein Däumchen oben da für das Video, wäre mega, mega nice. Und wenn ihr noch kein Abonnent des Kanals seid, dann lasst gerne ein Abo hier, aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr. Starten wir direkt mal rein und die erste Kategorie ist ganz klar die Auswärtsfahrer, die ich hier anhand der durchschnittlichen Gästefans, die mitgebracht haben und die Entfernung, die zurückgelegt worden ist, bemessen habe. Und da haben wir auf jeden Fall ganz klar 1860 München. Die haben im Schnitt 2153 Gästefans mitgebracht, was echt eine ordentliche Summe ist. Und dabei eine Entfernung von 438 Kilometer zurückgelegt. Weiterhin vertreten ist auch Rot-Weiß Essen mit durchschnittlich 2078 Auswärtsfahrern zu den Spielen mit einer Distanz von 359 Kilometer, die hier zurückgelegt worden ist. Natürlich darf hier auch nicht Dynamo Dresden fehlen. 2031 Auswärtsfahrer im Schnitt. Man muss natürlich sagen, wir sind eine Ostmannschaft und die meisten Vereine liegen dann doch ein bisschen weiter weg im Süden oder auch im Westen dann gelegen. Das heißt, man hat da sowieso mehr Strecke, die man hinterherlegen muss auf jeden Fall. Wir haben da 481 Kilometer zurückgelegt und das ist wirklich die größte Distanz, was das angeht. Auch die Arminia Bielefeld mit durchschnittlich 1492 Auswärtsfahrern ist schon ein ganz schöner Abstand zu den anderen und eine Distanz von 364 Kilometern, die zurückgelegt worden ist, ist hier in der Top 5 vertreten und Preußen Münster mit 1296 Fans und einer Distanz von 379 Kilometer. Aber das soll noch gar nicht das Rating sein, wir haben noch weitaus mehr und zwar haben wir auch noch einen Zuschauerschnitt, den wir uns anschauen müssen, um das bewerten zu können, also wirklich ein Zuschauerschnitt im Heimstadion. Da ist mit Abstand, wundert glaube ich kein, Dynamo Dresden hier ganz, ganz weit oben mit 28.755, also knapp 29.000 Zuschauer im Schnitt, die die Spiele der SGD verfolgt haben. Das ist insane. Auf dem zweiten Platz die Arminia aus Bielefeld mit 18.611 Zuschauern, gefolgt von Essen mit 16.666 Fans im Schnitt. Dann kommt 1860 München mit 15.000 im Schnitt und davon gefolgt Duisburg mit 12.119. Das sind schon mal die ersten zwei Kategorien. Die nächste wäre die Stadionauslastung und da ist wirklich insane, was 1860 München hinlegt mit einer 100%igen Auslastung. Jedes Heimspiel der letzten Saison war ausverkauft und das muss ich sagen als Dresdner geisteskrank, das ist wirklich mein Respekt. Aber auch wir in Dresden haben mit einer 91%igen Auslastung ja, ein ganz schön volles Stadion hinbekommen. Darauf folgt dann Münster mit 88%, Essen mit 87% und auch hier wieder Bielefeld mit 70%. Ihr merkt schon, in den verschiedenen Kategorien sind manche Vereine wiederum da, manche nicht und die Verteilung, die wechselt sowieso. Aber das ist wichtig, um am Ende wirklich einen Durchschnitt und einen Top 5 bilden zu können. Aber auch das ist noch so lange nicht gewesen. Wir haben natürlich auch die Auslastung des Heimbereichs. Denn wenn viele Gästefans mitkommen, ist ja klar, dass dann das Stadion auch mal voller werden kann. Aber auch hier, Auslastung Heimbereich, 68 München, eben mit 100%. Wie gesagt, jedes Heimspiel war da wirklich komplett ausverkauft. Gefolgt von Dresden mit 96%, Essen mit 92%, Münster mit 91% und dann kommt Saarbrücken mit 75%. Also schon nochmal ein ganz schöner Sprung nach unten. Kommen wir direkt zum Heimspiel-Höchstwert. Und auch das ist wieder angeführt von Dynamo Dresden
mit 31.834 Zuschauern. Das war ein Spiel, Derby gegen Erzgebirge Aue mit knapp 32.000 Zuschauern. Das ist wirklich insane. Gefolgt von Duisburg. Gegen Rot-Weiß Essen hatten sie 25.845 Zuschauer im Stadion. Das ist wirklich schon ein ganz schöner Sprung runter von den 31.834. Duisburg wird gefolgt von Bielefeld mit 25.194 Zuschauern. Das war gegen Halle ein Spiel. Mannheim mit 19.210 gegen Saarbrücken. Und Essen mit 19.200 Zuschauern und das in drei verschiedenen Spielen. Auch das ist wirklich mega, mega stark. Die wenigste Zuschauerzahl, aber das haben sie halt dafür auch wirklich dreimal konstant hinbekommen. Natürlich muss dementsprechend auch der Tiefstwert beleuchtet werden. Dynamo Dresden hatte den Tiefstwert an Zuschauern gegen Dortmund, gegen die Zweitbesetzung der Borussen mit 22.448 Zuschauern. Das finde ich extrem stabil. Das hat RB Leipzig nicht mal bei Champions League spielen. 1860 München hier auch mit 15.000 Zuschauern. Auch das ist für einen Tiefstwert echt stabil. Essen mit 13.887 gegen Viktoria Köln. Und ich muss dazu nochmal sagen, den Tiefstwert von 1860 München mit den 15.000 Zuschauern, das haben sie 19 Mal geschafft. 19 Mal. Und das ist wirklich, wenn man das nochmal beleuchtet, krank. Bielefeld 13.710 Zuschauer gegen Ulm und Saarbrücken gegen Preußen, da hatten sie 8.950 Zuschauer gehabt. Natürlich gibt es auch noch einen Auswärtsspiel, Höchstwert und Tiefstwert. Essen mit 10.000 Zuschauern gegen Dortmund ist aber auch jetzt nicht die Riesenentfernung, wenn man ehrlich ist. 1860 München gegen Unterhaching mit 7.000 Zuschauern. Dann haben wir Dresden und Bielefeld mit jeweils 4.000 Zuschauern. Dresden da gegen Ingolstadt und Bielefeld dort gegen die Zweitbesetzung von Dortmund. Und Saarbrücken mit 3.500 Zuschauern gegen Mannheim, gegen Waldhof Mannheim. Der Tiefstwert hier, Dynamo Dresden, der beste Tiefstwert, sage ich mal, mit 1.200 Zuschauern gegen Preußen Münster. Gefolgt von 68 München mit 700 Zuschauern, also das ist wirklich fast die Hälfte gerade mal, gegen Lübeck. Bielefeld mit 650 Zuschauern gegen Ulm. Dann haben wir Essen mit 95 Zuschauern gegen Freiburg, die zweite. Und der fünfte Platz in dieser kleinen Tabelle bildet Aue mit 240 Zuschauern gegen Preußen Münster. Damit haben wir schon mal einige Tabellen in verschiedenen Kategorien. Natürlich muss man auch noch beleuchten, was ist so passiert die Saison. Ich sag mal Dynamo Dresden zum Beispiel, die haben wirklich extrem viele und extrem kreative Choreos wiedergebracht. Ist mal von denen gewohnt, aber es war wieder echt solide. Wobei andere Vereine wieder geile Pyro-Shows abgeliefert haben und. All das habe ich berücksichtigt und bin dazu zu folgendem Schluss gekommen. Die beste aktive Fanszene. Auf Platz 5 haben wir Preußen Münster. Mit dem Aufstieg auch absolut verdient. Auf Platz 5, 4. Platz 4 für mich auf jeden Fall die letzte Saison Arminia Bielefeld. Auf Platz 3 haben wir dann Rot-Weiß Essen. Und der Platz 1 vielleicht und Platz 2 vielleicht ein bisschen subjektiv, aber da musste ich echt überlegen, denn ich hatte Dynamo Dresden zur Auswahl und 1860 München. Vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommener. Ich habe halt Dynamo auch live erlebt, öfters im Stadion, in München noch nicht wirklich. Deswegen habe ich auf Platz 2 1860 München und auf Platz 1 Dynamo Dresden der besten aktiven Fanszene der dritten Liga zugeordnet. Ja, Freunde, was meint ihr zu diesem Ranking? Wen würdet ihr auf Platz 1, 2, 3, 4 und 5 setzen der dritten Liga? Mein Ranking steht auf jeden Fall damit. Seid ihr damit einverstanden oder nicht? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten danke, dass ihr bis dahin dran geblieben seid. Hier findet ihr noch weitere Videos von mir. Checkt die auch gerne ab. Ansonsten Däumchen da lassen, Abo hier gönnen, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Mega, mega Support für mich. Vielen Dank und wir sehen uns sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen Video. Bis dann rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.